Unter euphorischen Applaus aller Werktätigen und Genossen, aber auch von Partei und Staatsführung und den Medien und Massenorganisationen gab das Mitglied des ZKs, Robert Habeck, Pferdeliebhaber, Bestsellerautor, Vizekanzler und Minister für Wirtschaft, seine Bereitschaft zur Kanzlerschaft und zur Führung unseres Landes bekannt. Auch parteiintern lässt der so kompetente Minister keinen Zweifel daran, dass er sich definitiv zutraut, das Kanzleramt zu holen und so die Führung für unsere sozialistische Gemeinschaft zu übernehmen. So gilt die Demokratie und das Aufblühen unserer Wirtschaft als gesichert. Dem wäre aber auch so, wenn die mindestens genauso kompetente Gegenkandidatin Alena Baerbock die Geschicke unserer kleinen Republik lenken würde. Ja, so ist es. Voller Neid schaut die Welt auf die zahlreichen kompetenten Kandidaten, die unsere kleine sozialistische Demokratie hervorgebracht hat.